Da hinten ist noch ein Treasure und vielleicht noch eine Murmel. Wir gucken gleich mal. Aber erstmal das Wichtigste. Erstmal kriegen wir eine neue Melodie. Bam, 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 bam. Oh, cool. Schön hier. So, bupp. Das ist ja gar kein Problem. Bupp. So belege ich mal morgens auch mein Sandwich. Mit Steinen. Was gibt's Schöneres als einen guten alten Frühstücksstein? Mmh. Von Kellogg's. So. Jo. Wir haben echt beschissene Steine. Von Kellogg's. Das sieht ja fantastisch aus alles. Kann ich ihn so hinstellen? Nein, kann ich nicht. Ich wollte mal probieren. So. Aber den kann ich auch bestimmt irgendwie so hinstellen, oder? Ah ja, ich meine, das war ja völlig daneben. Aber zählt. Schöne Turmspitze da oben. Sieht richtig gut aus, physikalisch korrekt. Explosive Frucht sehen, was? Explosive Fruchtsäen? Unendliche Atemblase. Zufällige Kleidung kann man auch machen. Nahrung beschwören ist übrigens Kacker. Das Wort ist Kacker. Okay. Delfinen können wir auch beschwören. Wo ist denn die Explosive? Beef. Okay. Explosive Pflanze. Okay, habe ich mitgenommen. Werden wir mal probieren. Das heißt, wir können jetzt immer mal wieder selber... Das ist aber super praktisch. Die hat bestimmt einen krassen Cooldown auch, oder? Was sie nicht mehr so super praktisch macht. Okay, da ist noch eine. Badeanzug mit Rettungsring. Okay, das ist süß. Wir könnten uns mal umkleiden, theoretisch. So, letzte Perle und dann haben wir es jetzt hier. Dann haben wir es. Schiff rufen wäre auch noch ein geiler Song. Ich schwimme mal wieder rüber. Schla, schni, schla, schnu, schla, schni, schnu. Haben wir irgendwie einen Express oder so? Delfin rufen kann ich gerade nicht, weil wir, wenn wir schwimmen, kann ich die Ukulele nicht benutzen. Also ist Delfinrufen ziemlich, naja. Bringt uns hier nicht gerade viel. Diese schöne, aufwendige Schwimmanimation, ne? Mit dem Frosch zwischendurch. Dann die Schlenkerbeine. Hm. So. Okay. Ja, das war die Fabrik. Das war die Fabrik. Bin ich froh, dass wir die durchhaben. Inklusive auch der Ringsrum-Fabriken. Die haben wir jetzt alle gemacht. Ja, da müssen wir eigentlich mal gucken, wo der Grind dann gleich weitergeht, ne? Ich könnte mir vorstellen, wir sollten mal zur Mutti fahren. Vielleicht hat ihr noch was Schlaues zu sagen.
Sagil, dein Vater ist tot. So, wie gesagt, das kann man leider gerade noch nicht machen. Da würde ich aber später nochmal wiederkommen. Und die Mutti ist da unten. Was ist das denn? Oh, die ist da im Wackendorf und da gibt es auch gleich wieder Perlchen. Okay, okay, okay. Na gut, dann auf nach Mutterhausen. Warum hatte sie uns nie zu erkennen gegeben und warum hatte sie auch vor unserem Vater versteckt? Und wie hat Papa denn die Mama kennengelernt? Wie haben die sich kennengelernt? Der hat doch auf der Insel gelebt irgendwo. Ach so, falsche Richtung. Ich muss zum Haar. Ups. Nepsa, so. Das ist, glaube ich, die Insel da hinten, ne, die wir mal wieder sehen. So, gut. Da haben wir ein bisschen Zeit. Was machen wir so lange? Lesen wir ein schönes Buch. Bei der Stadt irgendwo. Ich glaube, da waren wir schon drin. Ich glaube, an der Stelle waren wir schon drin und haben konnten den Schatz nicht öffnen. Aber ich müsste mal gucken, ob ich das wiederfinde. Es gibt eine Insel, von der aus man auf die Stadt schaut. Oh, achso. Ups. Ja, okay. Da ist die Stadt. Ist das die Insel? Nee, die Insel müsste eigentlich woanders sein, ne? Ich weiß nicht, ob es von hier oder von da ist. Ha. Ha. Mir fällt ja nur die Fabrikinsel ein. Ehrliche Sache. Na, wir gucken mal. Wir gucken mal, wir gucken mal. So. Was passiert, wenn ich jetzt hier ins Wasser falle? Wäre irgendwie nicht so cool. Entschuldigung. Ich weiß, die Musik ist gerade fantastisch. Ich wollte ganz kurz nochmal schnell hier die Muscheln, die Monster. So. Muttis Muschelzucht gleich auch mal komplett mitnehmen. Alles einsacken. De-de-de-de. Hat die keinen Schnellreisepunkt da hinten? Das ist halt echt lang. Ist echt weit weg. Drei Stunden später. Aber drei schöne Stunden später. Ist trotzdem schön. So, ich glaube, wir kommen hier zum... da, wo die Muscheln sind. Das war schön. Wow, war das schön und wie gut passt die Musik bitte gerade.
So, wisst ihr, was auch schön ist? Wenn man den Babaspruch nicht vergisst. So. Oh nein, nicht schon wieder. Sollten hier nicht. Da ist doch. Da sehe ich es doch rummuscheln. So. Ob ich die alle finde? So, einmal. Dann. Okay. Ich weiß gar nicht, welche ich gerade genommen habe. Hier sind auch keine mehr, ne? Die müssten alle hier in diesem Hafenbecken sein. Da versteckt sie noch eine. Ah, wir gucken mal. Wir kriegen die schon noch alle. So. Und hier. Keine mehr. Ich wollte jetzt hier noch gucken, ob da in der Nische vielleicht noch was ist. Da, na siehste. War doch klar. Gleich haben wir alle Perlen, außer die, die ich markiert habe. Ich glaube, so läuft das hier gerade ab. So, hier noch irgendwo eine. Sieht nicht danach aus, wenn ich ehrlich bin, aber ich gucke trotzdem. Nee, alles gut. Jupp, okay, super. Dann schwimme ich mal zu der, die wir noch haben. Zu der markierten. Das vielleicht immer an diesen komischen Stängeln da. Nee. Okay. Moment, die muss dann da irgendwo sein. Und das ist die vorletzte. Dann nehmen wir die letzte und dann gehen wir Mutti besuchen. Nachdem wir ihren Garten ausgewildert haben hier. Okay, okay, okay. Hoffen wir ein bisschen versteckt da drin. Jupp, okay, sehr versteckt. Ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt die ist, die wir gesucht haben. Okay, das ist die, die wir gesucht haben. Dann auf. So. Und jetzt die letzte. Na, hi. So. Und wir haben alle Muscheln, das heißt, wir können wieder Kosmetika kaufen, weil ich glaube, von dem anderen Gesummsel haben wir genug, von diesem... Ich vergesse mal, wie die heißen. Die Rabattmarken, die wir überall abreißen. So. Das schöne, seltene Atoll einfach ausgeräubert, hervorragend, und weiter geht's. So. Jetzt müssen wir Mutti suchen. Ich glaube, den Rest haben wir ja eh sowieso schon mitgenommen. La la la. War hier nicht auch ein Schatz, den wir nicht öffnen konnten? Ich glaube, ne? Das ist eine Felsnische. Ich erinnere mich da gerade ein bisschen. Wahrscheinlich müssen wir also noch mehr herkommen dann. Mama! Mama, wo bist du? Ich bin's, dein Sohn. Warum hast du mich verlassen, Mama? Ah. Oha. Oh. Il y a encore des choses que tu dois savoir. Tu sais où chercher. Aber... Mutter! Mutter! Ich... Was? Aber ich war doch erst eine Sekunde da! Das kopflose Huhn! Oh, ist immer noch da! Oh, wie süß! Kopfloses Huhn! Oh! Yippie!
Hab sie da mitgenommen. Nein, eigentlich gehört es hier hin. Ich lasse es hier mal stehen. Kopfloses Huhn. Hier fallen lassen. Es gehört ja hier hin. Bleib mal hier, kopfloses Huhn. Leb dein glückliches Leben, bis du verhungerst, weil du ja keinen Kopf mehr hast. Ist, ist irgendwie ein bisschen bitter, aber... Okay, wir sollen zum Banyanbaum. Der war da hinten. Okay. Achso, hätte ich gar nicht markieren brauchen. Naja. Wie komme ich am schnellsten da hin? Mist, ich hab vergessen. Ich habe vergessen. Nicht vergessen habe ich, dass wir hier hinten lagen, war das, ne, glaube ich. Oder so, keine Ahnung. Habe ich vielleicht doch vergessen. Warte. Ja, ich komme da schon hin. Warum ist die Musik hier gerade so bedrohlich? Sollte das hier nicht ein schöner Ort sein? So, da unten ging es lang zu dieser Höhle. Da war das. Oder war das der Banyanbaum? Nee, ne? Der war ein bisschen prominenter. Der ist da. Genau, genau, genau. Hier, da hinten. Na, dann gucken wir mal. Dann lernen wir wieder was über unsere Jugend, Kindheit, was auch immer. Guten Tag, Herr Wacken. Das haben wir gemacht? Das haben wir gemacht, natürlich. Dann mal rein ins Vergnügen. Oh je, Mine, oh weh. Mich, ob wir unseren Bruder und oder Vater und so, und den Vater wahrscheinlich nicht, aber zumindest den Bruder, ob wir den irgendwie retten können, aber der wurde ja wahrscheinlich schon längst verdaut. Ich glaube, das ist vorbei, die Nummer. Taschenlampe geht nicht. Okay, ethisch-moralische Frage. Wenn er sich eh von Kindern ernährt, ne? Wenn er Kinder isst und so. Wie wäre es denn damit, ein Kind vergiften, bevor man es verfüttert? Ich meine, es stirbt ja sowieso. Es ist ja dem Tode geweiht. Aber dann vielleicht... War nur eine Idee. Ich weiß, ob es eine gute Idee war. Ich habe keine Ahnung. Ist, ja. Weiter geht's. In einen Holz? Na elem me koe ni je nini la ulan he hua e. Und der legendäre Held hat die Maske, die heute unsere Mutter trägt. Vielleicht war sie es ja auch damals, man weiß es nicht genau. Wir wissen ja nichts über unsere Mutter. Aber warum nicht den Holzwurm zertreten? Penela na me kala khoya nini la kalapusi ni te ne ni te na kapa la ne kai me tengi isola ke se u wa te ipui tua. Okay, der Holzwurm war etwas größer als ich dachte. Mein erster Gedanke war, der hat 3 Jahre am Baby rumgekaut, aber der Holzwurm ist ein bisschen größer als ich dachte. Dann fällt auch die Idee mit dem Zertreten wohl flach. Hallo? Hallo? Da. Amela Ivi Nikolaha Eninien
Nida Ulumizu, Amenen Uinien. Mehomi Huemike, Nila Angene Jainien. Ne Kappa Fela Menen, La Nikanat. Er wird uns unbedingt fressen wollen. Ob es ihm gelingt? Wenn er die Männer nicht kann, ich bin hier. Na, fetter mach ich von mir in der Ula ich hoher. Aber deswegen hat er auch noch diesen komischen Holzwurmkörper, ne? Der sieht ja immer noch so ein bisschen aus wie so ein Michelin-Männchen. Das glaube ich noch von seiner Holzwurm-Vergangenheit. Nee, nie denn auch ne fe. La chao ne ganga so. Kola acho si sin. Me wanga so nutihe. La chua ni ilu me ite ate shilekeu. Ngane la godeng. Wir machen ein Dorf fest, wo die Kinder ihn verschlingen. Und jedes kriegt einen Teil seiner Gabe. Aber nur liebe Kinder. Die Königin. Die Königin. Du penelaite masati, ne inidoti, la uli nide, marteniden, la piate ke unka ethei e alo. Und so wurde die Königin die maskierte Kriegerin. A.k.a. unsere Frau Königin Mutter. Aber was hat sie auf dem Rachefeldzug gemacht? Bislang so. Ach, das war's. Okay, das war's also. Ich hätte gerne noch ein zweites grünes Auge. Vielleicht sogar noch ein drittes. Man will ja nicht gierig werden, aber drei wären schon okay. KH, okay. Jetzt gehen wir wieder zurück. Naturellement. Aber war... Der Mann auf der Insel, war das jetzt unser Vater, a.k.a. der ehemalige König? König? Oder war das ein Ziehvater? Oder ich... Und hat er deswegen die Geiseln alle umbringen lassen? Damit die nicht fliehen konnten? Einige Fragen habe ich ja noch. So, aber jetzt. Alors, à quoi bon maintenant? Tout le monde est mort. Pas tout le monde. Il y a encore une chose qu'on peut faire. Oh. Oh, okay, aber was war das?